Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Freunde, wir sind jetzt, haben uns ein bisschen durch das Revier gekämpft zu dem Stars-Büro und haben jetzt Chris Tagebuch gefunden. 8. August, ich habe heute nochmal mit dem Polizeichef geredet, aber er will mir einfach nicht zuhören. Ich bin sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihren T-Virus-Forschungen betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert hat, wird in einen Zombie verwandelt. Aber das gesamte Anwesen ging bei der Explosion in die Luft zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in dieser Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner über den Zwischenfall reden. Langsam gehen mir die Ideen aus. 17. August. Wir erhalten eine Menge komischer Berichte über Monster, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammenhängen. 24. August. Mit Jills und Barrys Hilfe habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit Forschungen an einem neuen Projekt begonnen, dem G-Virus, eine Variante des originalen T-Virus. Haben sie dennoch nicht genug Schaden angerichtet? Wir haben darüber geredet und beschlossen, ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ich werde meiner Schwester nichts von dieser Reise erzählen, denn das könnte sie in Gefahr bringen. Bitte vergib mir, Claire. Ja. Und wir haben eine Einhornmedaille. Wofür ist die wohl? Und wen treffen wir jetzt? Leon! It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Ja, da haben wir Claire getroffen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das im Remake nicht eingebaut worden ist. Das Bild eines jungen Mannes. Ich würde wetten, das ist ihr Freund. Erste-Hilfe-Spray. Okay, ist das Safe doch nicht hier? Ach nee, ist auf der anderen Seite. Okay. Akten über verschiedene... Ach, und das ist... Sieht man ja an der Tasche hier. Es ist von Becky. Oh, ich feiere Becky so. Ich finde die so... Ach, Schrotgewehr. Ja, genau das habe ich gesucht. Deswegen hätten wir auch... Wir hätten auch im Waffenshop... Hätten wir dem auch helfen können. Aber... Das bringt nichts. So, Freunde, ich mache jetzt mal ein Easter Egg. Völlig verwüstet. Jemand muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Das machen wir jetzt, glaube ich, gefühlte 3000 Mal. Dann öffnet sich was. Dann haben wir nämlich ein Easter Egg. Wusste ich aber auch nicht, habe ich auch nur durch einen anderen YouTuber gefunden. Ich werde jetzt keine Namen nennen und auch keine Werbung machen für andere. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich zähle jetzt aber auch nicht mit. Ja, so ist das. Ja. Also... Das muss durchwühlt haben, das heißt, wir durchwühlen den auch gerade so ein bisschen. Und nach, weiß ich nicht, ich glaube 30 Mal oder so, öffnet sich dann endlich eine Schublade und dann bekommen wir was Feines. Na komm. Ja! Film mitnehmen. Seht ihr? Müsst nur Ausdauer haben. Und Geduld, Freunde. Geduld ist das Wichtigste. So. Da mein Inventar jetzt voll ist. See you later, Claire.
Und vor allen Dingen, es war eine Doppeltür. Warum ist das jetzt eine einfache Tür, oder? Nee, ist eine einfache Tür. Ja, mein Inventar ist voll. Ich würde sagen... Hier ist noch was. Aber wir gehen erstmal runter, entwickeln den Film. Zeige ich euch das Easter Egg mal. Und das bringt mir nichts, wenn ich jetzt mit vollem Inventar hier rumlaufe. Ich will nämlich Dateispray auch loswerden. Ich hätte das so cool gefunden, wenn das Remake auch so in der Art gemacht worden wäre. So, hier kann ich Filme entwickeln. Das machen wir jetzt auch. Und Rekrut. Ja, das ist das Easter Egg. Wisst ihr, wer das ist, Freunde? Ja. Sagt's mir doch mal in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wer das ist. Ich weiß es. Ich sag's nicht. Vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Vielleicht habe ich dann auch für den einen oder anderen was. Also für den ersten, der es richtig hat, vielleicht gibt's eine kleine Überraschung. So, Heilspray weg. So, die Münze kann auch erstmal weg. Die brauchen wir erstmal nicht. Denn ich will nochmal da hoch. Und hinten die letzte Tür gucken. Das wäre echt smooth, wenn ich jetzt langsam mal eine Karte finde. Ist das eine Karte? Hallo, sind Sie eine Karte? Türe der Dunkelkammer, immer gut schließen. Ah, okay. Eine Riesentafel mit nur einem Satz. Mit drei Wörtern. Sehr schön, Freunde. Warum haben die dann die Ladeanimation? Achso, da musst du die Etage laden. Okay. Leon! Jetzt bin ich gerade bei Resident Evil 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gucken jetzt mal, was hinten ist. Ich glaube, da geht's auch noch nicht weiter. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Peak eingraviert. Okay, dann heißt das, wir müssen auf die andere Seite. Hoffentlich kommen wir da jetzt auch unbeschadet durch, Freunde. Denn da wartet nämlich was in einem bestimmten Gang auf uns. War, glaube ich, auch eine weise Entscheidung, hier zuerst hinzugehen. Die weißen Schuhe, die fallen mir total auf bei Leon. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon kommt. Aber wenn es kommt, werde ich mich definitiv erschrecken. Wartet mal, war hier noch irgendwo eine Tür, wo ich reingehen kann? Nee, da habe ich schon alles. Wartet mal. Ach nee, da komme ich ja nicht lang, weil unter dem Raum, der noch dunkel ist, wo ich gerade stehe, da war ich ja zuerst drin. Da komme ich ja nicht weiter. Weil ja, Dings die Tür zugemacht hat, zugeschlossen hat. Ja, das ist ein bisschen anders hier wie beim Remake. Ja, ich wusste es. Ich wusste es, dass ich erschrecke. Deswegen bin ich gleich automatisch rechts gelaufen.
Boah, das ist so ein Moment, ey. Also, boah, also beim allerersten Mal, wo mir das passiert ist, ging mir die Puppe und dann packen die ein, weil ich das nicht wusste. Oh, so, und jetzt aber ganz schnell hier durch. Hört ihr den? Boah, das klingt so pervers. Klingt schlimmer als ein Zombie. Und 1, 2, 3. Du kriegst mich nicht. Kein Fleisch für den Licker. Nein, nein. So. Jetzt holen wir mal die Einhornmedaille. Die können wir, glaube ich, schon einsetzen. Ja, ich spiele halt ein bisschen unkonventionell. Aber das macht's halt aus. Ich finde das immer spannend, ich wiederhole mich schon wieder, aber. So. Ein alter Brunnen, da steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen, der dein Herz öffnet, warte ich auf das wunderschöne Einhorn. So, wir haben einen Schlüssel erhalten. Revierschlüssel mitnehmen. Ich glaube, das ist der... Geformt wird das Peak auf einer Spielkarte. Halt, 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 bevor ich jetzt hier weitergehe. Eigentlich könnte ich ja da oben weitermachen, aber ich will jetzt erstmal hier unten gucken. Remington M1100P Schrotflinte. Dank der gekürzten Laufs kleiner als die normale. Haben zwar nur 5 Schuss, aber die sollten uns, glaube ich, erstmal den Arsch retten. Hoffe ich zumindest. Nein, da gehen wir nicht raus. Freunde. Vielleicht klappt's ja und ich balle einfach die Oberkörper runter. Da ja hier ein Rudel. Ich glaube, jetzt können wir... Das Gute ist, was blutet, ist tot. Halt, hold, please hold the line. Heiko, du kannst, Muffy, du kannst doch nicht einfach so. Freunde, das wird jetzt auch nicht lustig. Ist jetzt nicht so wie im Remake hier, da kommt ein Zombie, da kommt ein Zombie. Nein, hier sind überall Zombies. Hier, bam, Junge. Hau ab. Nein, nein. Lauf, Leon. Oh Gott. Vorsicht, egal. Oh, Jungs, das ist knapp. Mädels. Babam. Ich bin immer noch verletzt. Alter, was frisst der denn? Wo ist hier noch einer? Hier sind noch mehrere Freunde.
Gut, dann was sagt die Munition? 11 Schuss ist okay. Komm schon! Friss meinen Fuß! Oh Gott, Jungs, ich bin... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Ziffernblock. Erste Zahl, 2. Zweite Zahl, 2. Dritte Zahl, gucke ich mal ebens das Foto. Bäm! Schrotflintenmunition, sehr schön. Eine Polizeirevierkarte. Oh mein Gott, ja. Nimm bitte, gib mir die Karte. So, Freunde, aber da liegt noch was. Oh mein Gott. Ah, jetzt! Okay. Ah, die blinkenden Farben. 3F, okay, 3F. Ach so, das ist oben der Glockenturm, glaube ich. Ja, Freunde. Aber wir clearen den Raum hier noch eben. Was finde ich denn hier? Ein grünes Kraut. Mitgenommen. Ich werde auch gleich mal ein grünes Kraut nehmen. Na? Okay, der blutet. Blutende Zombies sind immer gut. Blutende Zombies sind tot. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, nur hier hinten ist noch was. Die stehen dann auf. Verschlossen und im Schlüssel ist ein Herz eingraviert. Da gehen wir später hin, Freunde. Ich muss nämlich erstmal zurück. Denn die Folge ist nämlich auch schon fast wieder vorbei und ich muss nämlich noch wohin. Deswegen, ich würde ja gerne mehrere Parts auf einmal aufnehmen, aber wenn ich irgendwo hin muss, Termine abgeht, dann leider nicht. Und ich dachte, ich habe 30 Minuten Zeit, nimmst du mal 20 Minuten auf. So, Freunde. Deswegen wird jetzt erstmal gesaved. Und ich werde mich auch jetzt hier schon verabschieden. Das machen wir mal später. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Resident Evil 2. Ich sag euch mal, macht's gut, tschüss, ich wünsche euch einen angenehmen Tag.